Ja, es ist Mitte Mai und ich habe noch kein Video gedreht, weil ich keine Zeit gehabt habe. Und wir werden alles jetzt drehen. Und ich glaube, es werden zwei Teile sein. Schauen wir mal. Ja, ich sehe so aus, weil ich habe ein paar Produkte von Essence getestet und das Video ist schon online und wir machen dann, ja, rein. Aufgebraucht Lenore Unstoppables Wäsche Parfüm in Lavish. Ich habe schon die blaue Variante gehabt, also diese Fresh. Der Duft, top. Der Preis, flop. Also hier sind 180 Gramm enthalten. Es hat mir für ungefähr 10 Mal Wäsche waschen gereicht und ich habe es nicht voll gemacht, also diese Kappe. Ja, es hält. Es ist wie eine Spülung, würde ich sagen. Ein Balsam, ein Weichspüler, nicht Spülung, Weichspüler. Ich habe die für 3 Euro etwas gekauft, weil bei Netto gab es so Coupons, man könnte sich aufs Produkte draufkleben. 20% Rabatt, 10, 5 und 15. Und ich habe mir nur deswegen gekauft, weil ich so viel gespart habe, ungefähr 4 Euro. Dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst du dir das als, ja, Goodie sozusagen. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Ich bin immer noch der Meinung, das ist für mich, also mit 30 Cent pro Wäsche waschen ungefähr, ist das mir viel zu teuer, weil mit Lenore zum Beispiel komme ich viel mehr und ich zahle um die 1 Euro etwas für Lenore oder für Kuschelweich und die riechen genauso gut aus. Also diese Duftrichtung gibt es nicht. Aber ja, ich komme unter 30 Cent, also vielleicht um die 10 Cent pro Wäsche waschen. Und ja, es ist schön, es ist eine nette Geschichte, aber es ist nicht so, immer noch kein Boom, Bam, Boom. Es muss unbedingt sein. Es ist schön zum Testen, aber die Wäsche riechen genauso aus, also genauso intensiv mit Lenoir. Oder mit Kuschelweich oder mit Soflan, deswegen muss ich das nicht nochmal kaufen. Ist mir zu teuer. Schade. Schau mal, Silikonfrei-Pflegespülung. Ich habe noch eine davon in der Dusche, von dieser Spülung. Und ein Shampoo, weil bei mir geht Spülung viel schneller leer als Shampoo. Und das Shampoo hat 400 Milliliter. Von Schau mal, soweit ich weiß, gibt es diese nicht mehr? Keine Ahnung. Ja, Silikonfrei Pflegespülung, schwerlose Pflege ohne Rückstände mit Meereskollagenextrakt, feines, glanzloses, trockenes Haar, bis zu dreimal bessere Kennbarkeit. Ich muss sagen, ich war sehr zufrieden damit. Es war auch nicht die Mega-Pflege wie eine Haarkur, aber hallo, das ist eine Spülung. Gut, silikonfrei, ich muss sagen, ich war sehr begeistert, weil normalerweise bei mir funktionieren die Sachen, die kein Silikon enthalten. Die funktionieren gar nicht. Und das hat gut funktioniert. Ich würde es mir nachkaufen. Wenn das noch geben würde, würde ich das nachkaufen, weil es war in Ordnung. Der Duft war auch okay. Ja, es hat frisch sauber nach saubere Wäsche gerochen und das würde ich mir nachkaufen. Wie gesagt, ich habe noch eine ins Badezimmer. War auch nicht so mega, aber es ist silikonfrei und das passiert mir nicht so oft. Kneipp Aroma Pflegeschaumbad Sonderedition Rausch der Sinne, Lotus und Granatapfel. So schaut's aus. Ich weiß nicht, wie alt das Zeug ist. Ein Jahr vielleicht oder zwei. Ein Jahr, glaube ich. Ja, hat gut gerochen. Es war, ja, jetzt kann man nicht erkennen, weil ich habe es abgespült. Aber es war rot. Ja, so rot. So rot war es. Hat gut gerochen, hat schöne Schaum gemacht. Der Duft war nicht hundertprozentig meins, aber es war nicht schlecht. Würde ich mir das nachkaufen? Nicht unbedingt. Es gibt auch andere Düfte. Das gibt sowieso nicht mehr so, Sonderedition. Aber ich finde, Kneipp macht tolle Produkte und ja, ich würde mir immer wieder sowas nachkaufen. Tetesee, Farbenspiel, Sinensalze, so schaut's aus. Gibt's auch nicht mehr, soweit ich weiß. Das sind so Perlen, rötliche, also rosane, lieber sagen wir, und violetten. Violetten waren die? Ne, die waren blau.
Rosa und Blau. Die blauen waren ein bisschen größer. Die rosane sind schneller, wie nennt man das? Haben sich schneller ausgelöst ins Wasser. Und das Wasser war rosa. Und dann mit diese blauen, die langsamer sich ausgelöst haben, waren die dann, war da mein Badewasser dann lila. Sehr schön, gimmicky, aber warum nicht? Wir sind auch alle große Kinder und warum nicht? Es macht Spaß, hat gut gerochen, würde ich mir nachkaufen. Ich glaube, die gibt es in einer anderen Verpackung, aber ich bin nicht sicher. Tut mir Shampoo, Nivea 2 in 1 Pflegespülung, Shampoo und Pflegespülung. So, nicht, ja. Warum? Es gibt einen Spruch auf Englisch, don't fix it if it ain't broken. Also, tu das nicht reparieren, wenn es nicht kaputt ist. Es funktioniert super mit Shampoo und Spülung. Warum die zusammenmischen? Weil, ja, es macht die Haare sauber, aber es pflegt vielleicht noch 5%. Weil man entfernt diese Spülungsgeschichte aus die Haare mit Shampoo, also man tut das rauswaschen. Es ist ein pflegender Shampoo, sagen wir so, und es macht nicht so viel. Ich kaufe mir lieber ein Shampoo zum Haare waschen, eine Spülung zum Haare pflegen und fertig. Diese 2-in-1-Geschichte, ich habe seit, och du lieber Gott. Seit so viele Jahre tue ich mir die Haare waschen und benutze Spülungen und Haarkuren und was weiß ich. Und ich habe noch nie etwas gefunden, was auch funktioniert, diese 2-in-1-Geschichten. Nein, ich habe es nicht gefunden. Tut mir leid. Und Leute, macht sowas nicht mehr. Es bringt nichts. Braucht ihr nicht machen. Ja, sonst war es okay. Sehr schön blumig gerochen. Es ist mit was? Akazienextrakt. Für alle Hauttypen. Ja, es hat sehr gut gerochen. Es hat leider meine Haare ausgetrocknet. Meine Spitzen waren danach sehr trocken. Ich musste noch eine Spülung, also Spülung oder Kur benutzen. Und es ist, ich gehe im Restaurant und ich bestelle Eis und ich kriege Milch und ein Pulver und ich muss mir selber das mischen. Oder keine Ahnung. Es steht drauf Shampoo und Pflegespülung. Dann gehe ich davon, es pflegt auch und ich muss keine Spülung nachher benutzen. Aber ich habe es trotzdem benutzt, weil es war zu trocken. Nein. Es ist wie bei einer wasserfesten Mascara. Es steht wasserfest drauf, ich tue die auftragen und dann habe ich Panda-Augen. Ich gehe ins Wasser und es hält nicht. Dann muss ich nochmal drüber mit einer wasserfesten Mascara gehen. Also nein, entweder steht hier drauf Shampoo und fertig oder pflegender Shampoo oder was weiß ich. Aber nein, das werde ich mir nicht nachkaufen und hoffentlich irgendwann hört man auf, also 2-in-1-Produkte zu machen, was die gar nicht funktionieren. Also bei mir zumindest nicht. So. Hab mich aufgeregt. Essence Mountain Calling LE Translucent Powder ist leer gegangen. So schaut's aus. Das war in eine LE, aber das ist eigentlich die normale Essence Puder. Made in Poland mit Talg, was nicht so gut ist für die Haut. Ja, ich werde es mal überlegen. Vielleicht finde ich eine andere Alternative. Momentan teste ich etwas von Make-up Revolution und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Aber immer noch die Translucent, also die All About Matte, die von Standardreihe bleibt. Bis ich was anderes finde, bleibt mein Favorit. Wie gesagt, Talg ist nicht so gut und Aluminium Starch, bla 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 bla, Kaolin und was weiß ich. Kenne mich nicht so gut aus mit pudrige Inhaltsstoffe, aber Talg weiß ich, dass es nicht so gut ist. So, sonst ist das ein schönes Puder, geht relativ schnell leer, 8 Gramm, noch ein Produkt für unser 24, 24? 52 der dekorative Kosmetikprodukte zum Aufbrauchen in 2017 mit Melanie, Tabea und Jenny und ich.
Ja. Trotzdem würde ich mir die, ich habe noch ein Backup davon, aber die All About Matte würde ich mir trotzdem nachkaufen, wie gesagt, bis ich was anderes finde. Aber ich tue noch Sachen aufbrauchen. Was haben wir hier? Lancaster Total Age Correction Complete Anti-Aging Night Cream. Eine Probe. Hab's aufgeschnitten. Es war eine rosane Creme. Sehr schön. Hat sehr gut geduftet, so blumig. Ich schneide immer ab, weil da sind noch zwei Anwendungen drinnen. Würde ich mir das nachkaufen? Nein. Ich habe noch zwei Minis, glaube ich, unten im Badezimmer. Im Gäste-WC. Ich sag's immer wieder, ich weiß nicht, was in dieser Cremes oder Seren oder keine Ahnung sich befinden. Aber die ziehen nicht an. Ein. Die ziehen nicht ein. Das hier, also ich habe es mit einem passenden Serum getragen. Ich habe es ohne. Ich habe es dick, ich habe es dünn aufgetragen. Egal wie ich das aufgetragen habe, wenn man so macht, dann kommt alles runter. So Fusselstreifen, wisst ihr, wie man, wenn dreckige Hände hat, nicht so von Swatches, aber wenn man Dreck auf die Hände hat und so reibt, dann kommt das Dreck. Ja, wisst ihr, was ich meine? Oder von Aufkleber oder vom Kleber oder so. Eklig und es kommt alles runter. Ich weiß es nicht. Die zieht nicht ein. Und deswegen, ja, ich werde noch versuchen, eine, vielleicht beide tue ich aufbrauchen noch, keine Ahnung. Aber es tut dann gar nichts. Und das nervt. Und das war's für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Schnitt. Na? So. So, wir machen weiter mit den aufgebrauchten Sachen. Strawberry Cheesecake. Tee. Ich habe euch schon seit lange keinen Tee mehr gezeigt, aber ich habe mir erinnert, ich soll das so nochmal machen. Strawberry Cheesecake, lecker, geht immer wieder. Ich muss nicht viel dazu sagen. Das ist unglaublich, unglaublich gut. Dann habe ich hier, Moment. Ich habe hier ein paar Swatches von dem Video, was ich früher gedreht habe. Kräutertee, Frauentee mit Kamillen, Melisse, Frauenmantel, Scharfgarbe. Ich habe keine Ahnung, was Scharfgarbe ist. Es schaut so aus von. Ist da noch was drin? Nee. Von das Gesunde Plus DM. Das war in einem Paket, was ich zugeschickt bekommen habe. Das war okay, aber war nicht mein Favorit, muss ich ehrlich sagen. Ich würde jetzt nicht zu DM rennen und diesen Tee mir nachkaufen. Ja, es war ein Kräutertee. Punkt. Kräuter schmecken auch nicht so. Wow. Komfortfeuchttücher El Curina Baby von meinem Sohn, von der Norma. Die sind sehr gut. Die kaufe ich ihm aktuell immer wieder nach, weil es hier in der Nähe ist. Wir haben kein Pampers hier. Also Norma hat kein Pampers. Der Netto glaube ich, aber natürlich, die haben keine Angebote. Ne? Also diese zu Coupons. Die sind nur für Rossmann gültig, was ich benutze. Deswegen, wenn ich zu Rossmann gehe und Pampers in Angebot sind, die Feuchttücher, dann kaufe ich die. Aber sonst reichen die mir auch. Aufgebraucht der 007 Parfum. Ich habe es gestern aufgebraucht. Der ist super. Also, wie viele Milliliter? 30 Milliliter waren hier enthalten. Der ist super für den Alltag und der Duft hält auch sehr, 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 sehr gut. Und das würde ich mir sogar nachkaufen. Es ist ein toller Duft. Wie kann ich ihn beschreiben? Ich bin sehr schlecht, an Parfüme zu beschreiben. Frisch, ja, frisch. Frisch, ein bisschen, ein Ticken süß, aber ich mag keine süße Parfums. Es ist ein bisschen süß, sehr feminin auf jeden Fall. Also, das kann ich mir vorstellen, auch für eine Frau, die 50 Jahre alt ist und auch für eine 20-Jährige. Sehr tolles Parfum und er hält auch. Bin sehr zufrieden damit. Aufgebraucht heute früh Clarins Multi Regenerate Jour Creme Lift Anti-Ride. Ich habe noch ein paar davon aufgebraucht. Ich habe noch ein paar davon. Die Creme finde ich sehr, 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 sehr gut. Aber meine Aqua Source, also meine, ja, die Aqua Source von Biotherm, diese Gelcreme ist immer noch besser. Und die sind auch teuer, deswegen Pröbchen zum Aufbrauchen sehr gerne, aber das würde ich mir nicht nachkaufen. Ist nicht so, wow, die Aquasource Gel Creme auf jeden Fall. Ich habe mir schon eine
ein Pott gesichert. Eine Tube, nicht ein Pott. Kores, Basil, Lemon, Alba, Hakai, Limon. Body Milk. Das ist diese hier, eine kleine Probe mit 40 Milliliter. Das hat mir zwei oder dreimal sogar gereicht. Ne, zwei und ein bisschen Male gereicht. War in Ordnung, aber ist auch nicht so der Burner, muss ich nicht nochmal haben. Der Duft war okay, erträglich, nicht aufdringlich. Die Pflegewirkung war so mittelmäßig, deswegen würde ich mir das nicht mehr kaufen. Und was haben wir noch aufgebraucht? Ich habe viele Proben, was ich nicht nur aufgebraucht habe, sondern auch aussortiert habe. Deswegen muss ich euch mal zeigen. So, ich habe den Lancaster 365 Elixier, diese hier, voilà, so rum, diese hier aufgebraucht und einmal aussortiert, weil bei mir fuselt er. Also ich habe, wenn ich mit dem Finger danach drüber gehe, habe ich diesen Fusel, sonst habe ich keinen Effekt gemerkt und es ist schade, wenn diese Probe, also wenn ich mich damit quäle, weil ich mag dieses Produkt nicht, das werde ich aussortieren und in ein Gewinnspiel oder irgendwo reinpacken oder wenn ich meine aussortierte Sachen verkaufe, weil ja, es als Goodie, es bringt mir nichts. Ich habe es, wie gesagt, aufgebraucht und ich bin nicht damit zufrieden, fuselt, deswegen vielleicht für einen anderen Hauttyp ist das besser. Dann habe ich von Lancaster der Total Age Correction Complete Anti-Aging Eye Cream mit SPF 15. Hier waren 3 ml enthalten, aber diese Creme hat mir bestimmt 3 Wochen gereicht. Ich habe noch 2 davon, eine in Benutzung und ein Backup sozusagen. War echt gut. Was ich gemerkt habe allerdings, wenn man damit von... Was ist denn hier los? Okay. Wenn ich dann davon ein bisschen zu viel genommen habe und es ist mir irgendwie beim Einreiben hier auf den unteren Wimperkranz gekommen, dann haben meine Augen so gebrannt. Furchtbar. Also damit muss man aufpassen. Es ist eine rosa Creme. Kann man noch was erkennen? Ja, ein bisschen da hinten in die Kappe. Es ist eine rosa Creme, die riecht ganz gut. Und ja, würde ich mir nachkaufen? Nein, ich werde die anderen Proben auch aufbrauchen und dann das war's. Es war kein Wow-Produkt. Lancaster. Ich versuche alle Proben, was ich habe, also auch nach Marke zusammen zu benutzen, soweit es geht. Lancaster Total Age Correction Anti-Aging Night Cream und eine, was ich aussortiere. Es ist das gleiche wie dieser Serum, also die hat bei mir total gefusselt und deswegen möchte ich die zweite nicht mehr benutzen, nicht mehr aufbrauchen. Vielleicht, wie gesagt, für einen anderen Hautton, Hauttyp gut geeignet, aber für meins nicht. Sonst war die auch so rosa. Und ja, das war's damit. Ich schneide immer diese Proben ab, weil da ist bestimmt noch mindestens noch eine Anwendung drinnen. Aber wie gesagt, für mich Katastrophe, hat gefuselt. So, aussortiert. Zweimal den Astor Perfect Stay Foundation in der Farbe 091 und eine Probe so in die Farbe 102. Diese habe ich schon einen Strich hier gemacht, dass ich weiß, dass das nicht neu ist, sondern habe ich das 3-mal oder 4-mal schon benutzt. Aber aussortiert. Warum? Weil das vermischt sich mit meiner Haut nicht. Also tut sich nicht einblenden. Es bleibt irgendwie hängend auf mein Gesicht. Und wenn ich zum Beispiel so mit dem Finger mache, nicht zu fest drücken oder so, dann verwischt er. Es ist weg. Und es ist komisch, weil es setzt sich so ab auf meine Nase zum Beispiel und er betont Poren, was ich nicht habe irgendwie. Es ist eine sehr, sehr komische Geschichte für mein Gesicht und es ist nicht das erste Mal, wann ich Probleme mit den Astor Foundations habe
Und mit Astor Mascaras. Also Astor Foundation, so Mascaras, nee, funktionieren bei mir überhaupt nicht. Und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht jetzt ist etwas anders, aber ja, yeah, nee, 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 nee. Foundation Mascara von Astor kann ich nicht benutzen. So, aussortiert den Fit Me von Maybelline 105 Natural Ivory Matte and Poreless Normal to Oily. Das habe ich, also ich habe noch einer davon aufgebraucht. Dieser Testers haben wir alle zugeschickt bekommen und ich glaube, eins habe ich von jemandem bekommen oder war in eine, ich weiß es nicht mehr, in ein Paket, keine Ahnung. Das ist übrigens neu, 10 Milliliter enthalten, Farbe 105 Natural Ivory, habe ich schon gesagt. Okay, nein, das funktioniert bei mir auch nicht. Irgendwie macht es das gleiche Effekt. Es ist nicht. Wie soll ich das erklären? Es funktioniert, aber nicht so, wie ich mir wünsche. Und deswegen, ja, es kann sein, dass ich, dass meine Haut ein bisschen zu ölig ist, aber ich habe normale Haut. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, diese Foundation ist nicht mein Favorit. Ich habe schon, wie gesagt, aufgebraucht. Es ist okay. Okay, aber es geht auch besser. Deswegen würde ich mich nicht mehr quälen mit Sachen, was zu mir nicht passen oder die ich nicht sehr gut finde. Deswegen tue ich das auch aussortieren im Kreiderkreisel oder wie gesagt dazu für eine Verlosung. Dann auch noch neu Reisegröße Blemish Balm L'Oreal Magic Nude BB Cream Very Light. Einer davon habe ich auch aufgebraucht. Es ist diese weiße Konsistenz mit so Pünktchen drinnen, was Pünktchen, Pünktchen, Kugeln drinnen, was so platzen und dann diese Kugeln enthalten so Farbe, Farbpigmente und dann vermischt man alles und so. Das setzt sich auch komisch ab auf mein Gesicht. Ich fange an, langsam zu glauben, dass mein Gesicht das Problem ist und nicht die Foundations. Also jetzt haben wir schon drei, die nicht so gut geklappt haben. Schauen wir mal. Ja, also ich war unzufrieden damit. Deswegen kommt auch diese Reisegröße weg. Und schauen wir mal. So, wir sehen uns nächstes Mal.